Heute stürzen wir uns in den zweiten Spieltag in einer Draft-Liga. Und es geht ran gegen Snomni mit ihrem Team Corvi Crusher. Dafür bringen wir heute dieses Team mit an den Start. Rein geht's in den Kampf und ich habe so ziemlich alle Pokémon so erwartet, die dabei sind. So, und ich möchte direkt mal baiten, indem ich mit Zoroark leade. Und Zoroark tarne ich tatsächlich als Glaciola. Dementsprechend packen wir Glaciola an die letzte Stelle und gehen rein. Mir ist natürlich bewusst, dass das mit Glaciola recht offensichtlich sein kann, also dass man mit Zoroark leadet und es als etwas tarnt und so, aber trotzdem muss man halt darauf aufpassen und in dem Fall, ja, ist das etwas, was mir so semi gefällt, würde ich sagen. Okay, Slimer kann ich mit leben. Ich glaube, da wechseln wir hart in Riesenzahn. Ich hatte auch überlegt, einfach mit Riesenzahn zu leaden, also halt Zoroark als Riesenzahn zu tarnen, das wäre natürlich super gewesen, weil hier wäre Snomni wahrscheinlich nicht drin geblieben, einfach um dieses Risiko nicht zu haben. Dafür aktiviert sich jetzt natürlich auch direkt unsere Energiekapsel. Wenn aber Abschlag kommt, ist es voll okay und ich könnte mir vorstellen, dass entweder Abschlag kommt oder halt eine Giftattacke logischerweise und die fange ich gut ab. Bitte keine Vergiftung. Keine Vergiftung, sehr nice. Und ich würde sagen, wir trauen uns hier einfach mal die Prediction und gehen auf Nahkampf, weil Kramor hier recht offensichtlich ist. Und es kommt auf jeden Fall der Wechsel. Ich hoffe, dass Kramor reinkommt, weil Nahkampf sollte Kramor 2-Hit KO'en. Und Sir Galahad hört sich nach Kramor an. Sehr, sehr schön. Nahkampf kommt raus und das ist über 50% Schaden. Das ist aber auch ein total physisch defensives Kramor, wie wir hier direkt sehen. Schon mal eine gute Info und Beulenhelm, aber keine Überreste. Das heißt, nächster Nahkampf reicht safe aus. Ich überlege hier tatsächlich auf Abschlag zu gehen, weil ich irgendwie damit rechne, dass Katapultra hier reinkommt. Und der Wechsel kommt, wenn ich jetzt hier Katapultra abfangen kann, auf den Nahkampf, wäre das unfassbar stark. Da kommt Katapultra rein. Abschlag wird leider abgeschwächt durch die Buleo-Beere, aber das ist immer noch sehr guter Schaden, mit dem ich sehr gut leben kann. Huiuiuiuiui. Ja, und da will ich aber auch jetzt einfach nicht drin bleiben, selbst wenn ich den Energiekapsel-Boost drin habe. Wir wechseln raus in Azumarill. Wisst ihr, einfach nicht so zimperlich predikten, weil das habe ich ein bisschen in meinem allerersten Kampf gemacht. Schaut auf jeden Fall da auch gerne rein, falls ihr es noch nicht getan habt, denn diese Draft-Liga ist, denke ich mal, sehr unterhaltsam, auch für Leute, die vielleicht nicht so viel mit Einzelkampf zu tun haben, weil ich in letzter Zeit sehr viel Doppelkampf gemacht habe. Und wir sehen hier direkt die Kehrtwende, aber auch ein guter Play von Snomni. Und natürlich, wenn ihr benannt werden wollt, seid einfach tief in den Kommentaren und Abonnent des Kanals, dann werdet ihr benannt, genau wie Haldir, der jetzt gerade das Azumarill ist. Den Fenara-Wechsel verstehe ich aber nicht ganz. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie Terra-Wasser oder Pflanze oder so ist mit Terra-Blast. Wir gehen in Rotom Heat, weil ich, wenn er Terra-Blast hat, dann wird er eher Terra-Pflanze sein, nicht Terra-Wasser. Also er wird das jetzt hier nicht einsetzen dann. Aber er wird auf jeden Fall irgendwie gut gegen Azumarill dastehen. Ja, da sehen wir jetzt hier die Terra-Kristallisierung rauskommen. Die Frage ist natürlich nur, was für ein Typus sich dahinter verbirgt. Einfach nur Fee für den Damage. Interesting. Okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil wenn ich wieder einen Walwand-Azumarill gehabt hätte, dann wäre das eher ein No-No gewesen für Fenara. Ich glaube, das hätte der nicht überlebt. Aber das scheint auch mit einer Walbrille ausgestattet zu sein. Huiuiui, das war Damage. Ja, dagegen habe ich irgendwie nicht allzu viel. Deswegen werde ich hier einfach auf Hitzekoller gehen für den größtmöglichen Schaden, den ich auf Fenara anrichten kann. Das wird nicht viel sein, aber dadurch, dass es ein offensives Set ist, auf jeden Fall auch nicht allzu wenig. Und die Schallwelle kommt raus, wird Rotom hier besiegen. Das ist echt ein heftiger Damage gewesen. Also das muss Walbrille sein vom reinen Damage-Output her. Nochmal ein Crit hinterher, der natürlich nicht gemattert hat. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier einfach einen Riesenzahn. Selbst wenn Kramor reinkommt, wir können ja eigentlich immer Erdbeben drücken. Das sollte kein Problem sein. Denn danach können wir immer noch auf Nahkampf gehen. Erdbeben, by the way, hier über die Schmetterramme. Weil ich brauche tatsächlich Schmetterramme in dem Matchup nicht. Also Erdbeben reicht voll und ganz aus. Gut gegen Tauros, hätte natürlich Schmetterramme jetzt als Beispiel ein bisschen mehr gemacht, klar. Aber die Death Drops sind ein bisschen blöd auf Riesenzahlen in einigen Situationen, die man nicht unbedingt haben will. Und Tauros tankt das aber hier sehr, sehr gut. Wir wechseln aber hier safe in Azumarill. Resisted beide Stabs, der könnte natürlich irgendwie quatschig unterwegs sein und irgendwas für Azumarill haben, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Aber prinzipiell ist der Switch schon mal recht safe. Wellentackle kommt raus. Bisschen Rückstoßschaden nimmt man auf jeden Fall schon mal mit. Und ich glaube, ich mache hier sogar einen kleinen Scout, indem ich in Zoroark reingehe. Weil möglicherweise kommt jetzt hier irgendwie sowas wie Stromstoß oder so. Und darauf hätte ich nicht so viel Bock gehabt. Aber Slimer kommt rein. Und jetzt kommt wieder Glaciola rein. Das ist jetzt natürlich wieder eine Situation. Also nicht Glaciola, als Zoroark. Ich könnte jetzt hier einfach auf Psychokinese gehen, ne? Mülltreffer könnte aber auch kommen. Ich glaube, wir gehen sogar auf Psychokinese, weil es ist irgendwie zu offensichtlich, dass ich wieder einen Riesenzahn reinwechsel. Deswegen will ich das hier nicht riskieren.
dass jetzt hier Riesenzahn predicted wird, weil Riesenzahn ist noch wichtig. Wir bekommen guten Chip-Damage auf den und Mülltreffer kommt raus. Mülltreffer trifft wieder, bitte keine Vergiftung. Zoroark wird sich nun zeigen, das Zugbild ist weg, aber keine Vergiftung und Giftschleim auf dem. Aber wir gehen ja einfach wieder auf die Psychokinese, auch wenn es wahrscheinlich eine Roll ist, ob das jetzt killt. Aber Slimog bleibt hier auch drin und geht die Roll ein und wir bekommen es hin, mit Zoroark den ersten Kill zu claimen. Sehr schön. Und tatsächlich kommt Tauros rein und ich glaube, Snomni rechnet gerade nicht damit, dass wir Gewahlschalt sind. Kann das sein? Beziehungsweise muss das gegnerische Tauros ebenfalls Gewahlschalt sein. Wir haben halt ein mäßiges Wesen, aber wir werden jetzt einfach es eingehen, dass wir hoffentlich schneller sind. Aber nein, die Wasserdüse kommt raus. Gut, ist natürlich auch eine andere Option. Irgendwie werde ich aber trotzdem nicht die Gedanken los, dass das ein Wahl-Item auf Tauros sein könnte. Wir gehen aber so oder so auf Azumarill, denn vorhin ist er rausgewechselt. Also das Tauros ist rausgewechselt, sie ist mit Tauros rausgewechselt und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass da nichts drauf ist. Boah, ich weiß gar nicht genau, was ich tun soll, aber ich glaube, ich gehe auf Aqua-Durchstoß, weil ich rechne irgendwie damit, dass der Wechsel in Cramor kommt. Und ich habe die ganze Zeit überlegt und rumgerechnet, aber ich glaube, das ist der beste Play und tatsächlich kommt der Wechsel aber in Libalo. Ui, um den Knuddler abzufangen. Aber nee, nicht nochmal mit mir. Nach der ganzen Downy-Geschichte, wie er in Knuddler Akani reingewechselt hat. Ihr könnt doch nicht alle eure Feuer-Pokémon in Azumarill reinwechseln. Was wird das jetzt? Aber es kommt jetzt Cramor rein, okay? Wisst ihr was? Das nutze ich jetzt aus mit Farigiraf. Denn Farigiraf ist dafür da, um dieses Cramor-Set zu bezwingen und auch zum Sweep anzusetzen. Und das versuchen wir jetzt. Wir sehen Rückenwind interessanterweise. Okay, Rückenwind ist spannend. Wir gehen hier aber so oder so erstmal auf Gedankengut und schauen, was passiert. Wir sehen die Kehrtwende im Set. Das ist fein. Schwächenschutz wäre natürlich jetzt super, ne? Schwächenschutz habe ich auch überlegt. Ja, aber Citrobeere mit der Fähigkeit von Farigiraf ist halt auch ganz cool. Aber jetzt kommt die coolere Katze rein. Das ist Felinara. Ja gut, wir haben jetzt einen Gedankengut draußen. Das ist schon mal ganz cool, aber Felinara mit der Walbrille ist gefährlich. Rückenwind ist da. Da muss man vor aufpassen. Aber wir haben schon mal ein paar Boosts drin. Ich habe hier nicht so viele Optionen, deswegen gehe ich jetzt hier einfach auf Kraftvorrat, auch wenn das nicht viel Schaden machen wird. Das wird genauso viel Schaden machen wie Donnerblitz. Aber es kommt Diebeskuss interessanterweise. Bisschen Heilung, okay. Aber wenn da eine Wahlbrille drauf ist, ist Diebeskuss eigentlich voll okay. Dann wäre ich sogar lieber jetzt hier auf Gedankengut nochmal gegangen. Weil dann habe ich jetzt hier meine Citrobeere. Plus am Ende der nächsten Runde aktiviert sich die Citrobeere nochmal. Diebeskuss ist hier sehr fein. Ja, dann ballern wir sogar nochmal ein Gedankengut raus. Ja. Finde ich gut, finde ich gerade sehr gut, wie sich das gerade entwickelt. Wir sind bei 301 KP, das merken wir uns. Da kommt natürlich nochmal Diebeskuss, weil vom Schaden her muss es einfach Wahlbrille, wie gesagt, sein. Das war viel Schaden. War das ein Volltreffer? Nee, ne? Das war einfach guter Schaden. Aber die Citrobeere sollte sich am Ende dieser Runde aktivieren. Plus mein Gedankengut kommt jetzt hier raus. Was auch schon mal schön ist. Rückenwind sollte auch gleich vorbei sein. Rückenwind ist jetzt vorbei. Und Wiederkäu aktiviert sich, was echt cool ist. Dementsprechend bekommen wir hier nochmal Heilung raus. Ich glaube, mein Play ist einfach nochmal Kraftvorrat. Ich habe gerade überlegt, ob ich Gedankengut einsetze. Aber das Risiko ist so hoch, dass es irgendwie Speed investiert ist, das Felinara. Jetzt kommt ein Diebeskuss nochmal raus. Macht guten Schaden. Warte mal ganz kurz. Ich könnte in der Theorie nochmal ein Gedankengut rausholen. Aber ist das smart? Ich glaube nicht. Ich wusste nämlich noch nicht, ob ich jetzt schneller bin ohne Rückenwind oder nicht. Weil ich habe Speed Investment, aber Svenara hätte auch Speed Investment haben können, wenn er eh schon Rückenwind im Team ist. Hätte ich gewusst, dass ich safe schneller bin. Okay, warte mal, jetzt kommt der Wechsel. Wäre ich wahrscheinlich nochmal auf Gedankengut gegangen. Sir Galahad kommt rein. Okay, das ist das Kramo. Das wird jetzt hier abgeworfen. Da, es überlebt sogar, aber ist das nicht sogar gut? Weil eine Kehrtwende kann ich doch leben, oder? Normalerweise sollte ich eine Kehrtwende dank meines Verteidigungsinvestments leben. Deswegen gehen wir hier sogar auf die Agilität, weil wir damit in eine interessante Situation kommen. Rückenwind kommt aber raus. Okay, ja gut. Ja, Rückenwind gleicht das wiederum aus. Aber ich bin auf jeden Fall schneller als Cramor. Das ist also fein. Ja, war das der Play? Ich hätte jetzt gedacht, dass einfach ein Kehrtwende kommt oder Ruheort. Aber dann hauen wir jetzt hier Kraftvorrat erstmal raus und schauen mal, was danach passiert. Die letzten drei Pokémon sollten handelbar sein, aber mal schauen. Ich bin echt gespannt. Das ist ein richtig wilder Kampf gerade. So, da kommt Tauros rein. Tauros hatte aber Wasserdüse, das heißt eigentlich. Und Somni weiß, dass ich nicht die Anti... Prio-Fähigkeit hat durch Wiederkäuer oder dank Wiederkäuer. Ja, dann gehen wir, glaube ich, hier einfach immer auf Kraftvorrat. Wellentackle kommt raus. Sogar ein bisschen
Rückstoßschaden noch, das nimmt man auch mit. Ich glaube, ich muss immer nach Zumrill gehen. Da führt auf jeden Fall kein Weg dran vorbei. Die Frage ist nur, was wir danach machen. Ich glaube, wir drücken hier Wegbereiter, weil Knuddler ist mir zu risikoreich, weil es missen kann. Und ich denke, Snomny wird sogar Tauros hier abwerfen. Ja, da kommt ein Wellentackle. Das wird immer noch wehtun, aber das ist auf jeden Fall fein. Wegbereiter wird Tauros killen. Das heißt, Feinara ist ja eigentlich auch keine Option. Dementsprechend muss Kadabra immer reinkommen. Und deswegen wird das jetzt hier knifflig für beide Seiten. Rückenwind ist aber vorbei. Wichtige Information. Denn dank des Initiative-Boosts sind wir jetzt auf jeden Fall schneller als Feinara. Aber es kommt tatsächlich Feinara rein. Weil Rückenwind ist vorbei. Darauf haben wir geachtet. Aqua-Durchstoß, Terra-Kristallisierung, let's go. Ich habe mich extra nicht Terra-Kristallisiert, damit ich meine Kampfresistenz jetzt halt behalte, aber ich will Damage machen und das wird Damage machen. Ich glaube, Snomny geht hier von einem defensiven Terra-Typen aus, weil ich bisher mit Azumarill nicht geterrat habe und nicht, ja, den offensiven Terra-Typen halt. Aber ich habe halt den offensiven Terra-Typen und ich glaube, Aqua-Durchstoß mit Terra-Typ Wasser killt doch einfach dieses Azumarill. Coole Augen kommen aber raus. Stark, hat Priorität, bekommt den Angriffsdrop vorher raus. Damit bin ich auf minus 1, aber das sollte immer noch guten Schaden machen. Killt nicht ganz, aber es macht sehr guten Schaden und Wasserdüse killt. Das heißt, wir müssen sogar nicht nochmal an Cola Augen fressen. Dementsprechend nochmal Wasserdüse und tschüss Feinara. Damit sind wir gerade in einer wirklich komfortablen Situation. Kadabra ist das letzte Pokémon. Wir haben Glaciola bei vollen KP und Riesenzahn. Ich möchte trotzdem nicht den Tag vom Abend loben, weil Kadabra ist immer gefährlich. Kadabra ist für Sweeps bekannt. Ich werde einfach auf Aqua-Durchstoß gehen und gar nicht sogar auf die Wasserdüse, weil das Risiko ist mir zu groß. Dass jetzt hier irgendwie ein Drachentanz kommt und keine Ahnung, irgendwie so ein Quatsch und Wasserdüse macht viel zu wenig Schaden. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Auf minus 1 sollte es immer noch genügend Schaden machen, aber trotzdem gehe ich hier für den Safe Play. Eine Wasserdüse hätte jetzt hier eh nicht gereicht, ne? Also ich hätte critten müssen, damit die Wasserdüse auf minus 1 reicht. Deswegen ist es halt einfach safer, für sowas dann zu gehen. Knuddler wollte ich aber auch nicht drücken, weil es missen kann. Und damit, ja, sollte alles passen. Glaciola sollte einen Draco Meteor überleben. Supi und Eistrei kommt raus. Damit besiegen wir Kadabra und holen uns unseren allerersten Sieg in der MTL. Schaut auf jeden Fall bei Snomny vorbei. Und wenn ihr jetzt weitere coole Kämpfe in Pokémon Kamsin und Purpur schauen wollt, dann geht mal hier auf dieses Video.